Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke Challenge. Und Shillock. Wir befinden uns gerade auf der Siegestraße. Und ja, wollen uns hier jetzt eigentlich nicht weiter großartig aufhalten. Außer, dass wir halt hier die ganzen Trainer und sowas fertig machen wollen. Hallo, war nett. So, das heißt, unser nächstes Ziel ist die Trainerin, die da unten rumsteht. Und ansonsten eigentlich nur hier weg. Mehr wollen wir gar nicht. Genau, gegen sie können wir nämlich noch kämpfen. Oh Gott, ein Hutzasa. Können mal bitte andere Pokémon kommen? Nicht unbedingt sowas. Okay, sie steht plötzlich vor mir. Obwohl sie eben noch da ganz rechts war. Niemand kann mein Team besiegen. Hoffen wir mal, dass du nicht irrst. Ansonsten wäre das Projekt sogar noch eher vorbei als erwartet. So, Fletiamo auf Level 55. Das überlegt, der Champ ist noch 4 Level höher. Das ist echt traurig. What? Okay, du kannst Energieball. Nett. Und natürlich noch ein Crit hinterher, aber ich habe zum Glück meine Robustheit. Der Steinhagel reicht. Sehr gut. So, ein Dressella. Ich schicke erstmal Saw in den Kampf und schau mal. Okay, ein Blättertanz. Perfekt. Denn der stört mich überhaupt nicht und ich kann einfach eine Rückkehr machen. Wenn er jetzt in den Blättertanz gelockt ist. Wunderbar. Ist er noch verwirrt? Das heißt, im Optimalfall schlägt er sich jetzt selber und besiegt sich damit. Wobei, wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Aber die Rückkehr reicht, es ist kein Item ein. Perfekt, danke dafür. Zu dem Fletiamo, den Energieball konnte, war ein bisschen gemein, aber alles nochmal gut gegangen. Ich war einfach nicht gut genug, aber das ist schon in Ordnung. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, einen Rivalen hatten wir schon, wir haben halt Hugh. Gut möglich, dass wir gegen den noch kämpfen müssen, weil so wirklich gegen ihn gekämpft haben wir ja noch nicht. Oder? Wenn, dann ist schon länger her. Doch, wir haben schon auf jeden Fall gegen ihn gekämpft. Ich weiß halt nur nicht genau wann. Bei dem Turnier haben wir auf jeden Fall mal gegen ihn gekämpft. Ich glaube vorher aber auch schon mal. So, ist da noch irgendwas? Huch. Ein Taubsi ist hier auf jeden Fall schon mal. Hallo Taubsi. Taubsi wollen wir nicht bekämpfen, das gibt mir eh keine Erfahrung. Ne, da ist nichts weiter. Okay, damit das Dressella nochmal. Wieder einmal möchte ich mich nicht unbedingt damit anlegen. Weil ob nun Wasserboden oder Gesteinboden, alles nicht so gut. So, weg hier. Ein Schillast.
Bei dir bin ich halt noch am Überlegen, ob ich dich mitnehme. Ich habe ja einen, die Weiterentwicklung von dem Ding. Da war, ist momentan immer noch die Überlegung, ob ich das statt dem Bisaflor dann am Ende mitnehme. Weil es einfach höchstwahrscheinlich Pflanzenattacken kann, im Gegensatz zu meinem Bisaflor jetzt gerade. Okay, ich hätte einen Doppelkampf draus machen können. Deine Ausstrahlung erinnert mich an einen Trainer, den ich vor 2 Jahren begegnet bin. Das ist doch aber nicht mehr dieselbe Siegestraße, oder? Wenn das jetzt rein theoretisch dieselbe Trainerin ist, die man damals schon mal bekämpfen konnte, müsste es ja fast dieselbe Siegestraße sein. Ich weiß es halt aber nicht. Auf jeden Fall ist vorhin die Phrase ein gefundenes Fresschen für Satyrfish. Ah, bei dir muss ich vorsichtig sein. Du kannst nämlich neben Käferattacken auch ein paar Pflanzenattacken. Deswegen schicke ich Nightwing rein. Das ist, glaube ich, noch das beste Pokémon, um sich mit dir anzulegen. Gut, die Ampelleuchte wäre halt nicht das Problem. Sondern auch eher sowas wie Gigasauger oder Energieball. Beides Attacken sind, was es lernen könnte. Solange er bei der Ampelleuchte bleibt, habe ich kein Problem damit. So, weg mit dir. So. Nochmal schön heilen. Und dich mitnehmen. Mit meinem Blick auf meine unzähligen funkelnden Arena-Orden. Schön. Ich würde mal glatt behaupten, die gleichen habe ich auch. Sein Vermicula. Dann machen wir auch ein Erdbeben dagegen. Der Erdbeben einfach unsere stärkste Attacke ist. Und die verdammt wenig Schaden gemacht hat. Okay, das war ein Crit. Ich wollte gerade sagen, wow. Das ging jetzt aber doch fix. Tentanel. Was mache ich denn gegen einen Tentanel? Das ist eine gute Frage. Was mache ich gegen einen Tentanel? Ah, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Neben dem Schlafen muss ich mich jetzt eigentlich auf Nightwing verlassen. Ja, klasse. Sofort aufgewacht und jetzt macht es sich natürlich noch bulkiger. Aber ich kann mit dem Schwertanz, denke ich mal, gut dagegen halten. Okay, der Gegenstoß ist nicht problematisch. Gegenstoß, Blattgeisel, Verwurzler. Eieiei. Thank you.
So, Highlight Nummer 1. Der Gegenstoß ist nicht schlimm. Und wir machen jetzt einfach mal die Dampfwalze, um keinen Kontakt herzustellen. Perfekt. Okay. Solange mich das jetzt nicht crittet und weghaut, sollte das demnach ein Two-Hit-KO sein. Und damit der sichere Sieg. Wunderbar. Guillotine. Nein, danke. Ich habe zwar einen Clownwetzer bekommen, aber nein. Dein Talent ist blendend. Und ich strahle anscheinend, okay. Das sind halt echt schon teilweise Level 55. Ich muss echt schon hoffen, dass die Siegestraße nicht allzu langlebig wird. Ansonsten kann ich anfangen, mir ein zweites Team zu trainieren, nur um hier durchzukommen. Das wäre heftig. So eine Backpackerin. Ein Fluchtseil. Ja komm, machen wir die Backpackerin erstmal fertig. Wo kann und muss ich hier lang? Ich war früher mal bei Team Plasma. Okay. Schön. Oh Gott. Ein Kronjuwel. Kann ich den dagegen schon wieder machen? Erstmal Sor reinschmeißen. Falls eine Pflanzenattacke kommt. Und es kommt direkt ein Risikotackle. Ja, aber das stecke ich auch ganz gut weg. So, Schlafpuder. Okay, es hat Vegetarier, verdammt. Steigert auch noch seinen Angriffswert. Na, wunderbar. Nightwing. Ich habe keine andere Möglichkeit, außer dich reinzuschmeißen. So, Erdbeben, perfekt. Ich bin schneller, jawohl. Bitte mit einem Schlag. Danke. So. Die Frage ist halt jetzt wirklich, wo lang? Pass. So, einfach mal, dass es nicht gleich auf Explosion oder sowas geht. Wobei ich das auch ganz gut überstehen sollte. So, aber ich habe hier ja ein Level-Up gehabt. Und ich möchte gerne nochmal Sor heilen. Weil das unser einziger, einigermaßen safer Switch in Pflanzen-Pokémon ist. So, wo komme ich denn jetzt hier hin? Wieder zu einer Höhle. Hölle, wo bin ich? Wo bin ich bitte hier hingeraten? Ich habe keine Ahnung. Ist das der richtige Weg? Ist das der falsche? Es kommt mir jetzt schon fast richtig vor, weil es so weit ist. So weitläufig. Ah.
Schau ich das nochmal an. Da sind noch mehr Leute. Das hier ist der richtige Weg. Das kann mir doch keiner erzählen. Das hier ist der richtige Weg. Das ist ein wildes Serapendra. Eine Gesteinsattacke? Nö. Dann ignoriere ich dich einfach mal. Oder auch nicht. Na gut, dann hauen wir dich halt doch weg. Oder auch nicht, weil ich aus dem nochmal drauf drücke. Manchmal, ne? So, Rückkehr. Danke schön dafür. Na, natürlich. Was auch sonst. Natürlich muss er mich auch noch vergiften. So. Super Schutz. What? Okay, das funktioniert natürlich auch. Na, nee, es funktioniert nicht, verdammt. Ich wollte gerade sagen, es funktioniert natürlich auch, weil ich wieder vorne an der Höhle bin, aber es zählt hier. Na gut, dann noch einmal den ganzen Weg. Kann ich das Fahrrad benutzen? Ja, danke. So. Immerhin war die Strecke nicht weit. Ich könnte mich sogar nochmal heilen, komm. Als weit rein haben wir es ja bisher nicht geschafft. So. Machen wir doch mal das hier. Was ist hier jetzt? Alles dunkel auf jeden Fall. Habe ich TM oder VM Blitz? Kaskade. Surfer, Fliegen, Stärke, Zerschneider. Ich habe keinen Blitz. Schauen wir trotzdem mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber ich habe anscheinend den Top-Elixier gefunden. Und ein Item. Ein Sonderbonbon, okay. Ist hier noch irgendwo ein Weg? Hier scheinbar nicht. Und hier kam ich her. Aha, hier geht's aber auch noch weiter. Wo zur Hölle bin ich hier? Drachenzahn, okay. Jetzt richtig? Ich habe inzwischen keine Ahnung mehr. Das Leben ist wie ein Berg- und Talfahrt. Bist du mein nächster Berg oder mein nächstes Tal? Es gibt ja so viele Wege. Oh Mann. Das
So, Yuitetsu. Yuitetsu. So rum. Schauen wir mal, dass wir dich weghauen können. Ausdauer ist mir Wurst. Wenn ich dich tatsächlich auf die NAP runterbringe, dann dürfte ich nämlich sogar der Sandsturm töten. Ich gehe mal ziemlich stark davon aus, dass ich das nicht schaffe. Anscheinend aber doch. Na gut. Ich bin erstaunt. So, Caradonis kommt auch gleich hinterher. Wir machen einfach das gleiche nochmal. Und sie auch. Na gut. So, diesmal hat es aber nicht gereicht. So, noch einmal Rückkehr. Frustriert hat sogar ganz schön weh, dank dem Crit. Aber, ja. Letzten Endes nicht mal so wichtig. Gehen wir erstmal nach oben. Was ist denn bitte hier oben? Wenn das schon so final aussieht. Ich warne dich, ich bin sehr stark. Willst du trotzdem gegen mich kämpfen? Mir bleibt keine Wahl mehr. Du hast mich schon angesprochen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann muss ich ja doch. So, auf jeden Fall ein Zebritz. Das war natürlich eine ganz gute... ein ganz gutes Matchup ist. Die Verfolgung kann mir nämlich vollkommen egal sein. Aber ihm wird das Erdbeben nicht egal sein. Perfekt. So, Starmie. Das Starmie ist mir natürlich auch nicht so ganz egal. Ja, da kann ich die Dampfwalze einsetzen, das passt. Natürlich hätte ich auch einfach zu dieser Floor wechseln können, aber da kann Eisstrahl kommen, da kann Psychokinese kommen. Deswegen lieber Empoleon. Es kann rein theoretisch auch ein Donnerblitz kommen. Aber wenn ich den wenigstens überlebt hätte, was meine einzige Hoffnung gewesen wäre, hätte ich jetzt eine Initiative gesenkt und hätte damit dann einfach auf Dingens wechseln können. Auf dieser Floor und dann eben mit dem Blättertanz ziemlich safe das Ding weghauen können. So. Ist die Initiative ordentlich gesunken. Jetzt wechseln wir auf Saw. Ja, wobei. Eigentlich noch keine so gute Idee. Kann das Schlaffutter einsetzen. Den jetzt stattdessen mit der Rückkehr angreifen. Weil sie hat ja noch ein Pokémon. Wenn ich mich jetzt auf den Blättertanz locke, wäre das gefährlich. Aber er wacht natürlich sofort auf. Komm schon, danke. Und jetzt weg mit dir. Puh. Wenn ich mal überlege. Wie lange hat Happy vorhin gegen das Pixie geschlafen? Und dann zweimal sind sie sofort eigentlich in der ersten Runde, in der sie aufwachen hätten können, wieder aufgewacht? Hm. Das ist so unfair manchmal. Das Glück, was die NPCs haben. Das kommt einem zumindest halt so vor. Aber dann hat man bestimmt selber auch ziemliches Glück. Ich hatte einen Crit gegen Yuitetsu. Testo. Obwohl, nee, es war gar nicht mal ein Crit. Hm. Okay, Protzer. Hör doch mal bitte mit sowas auf. Okay, ich habe wieder ein bisschen HP extra, aber... hm. Kommt der Durchbruch? Gut. Happy ist ein Tier.
Das hat einfach klasse Verteidigungswerte. Na gut, ganz so stark bin ich doch nicht. Warum habe ich mich nur auf diesen Kampf eingelassen? Das fragst du mich? Du hast mich herausgefordert. Mich nicht mal Nein sagen lassen haben, tun. So. So. Und so. Bitte schön hier heilen. Noch einer. Die Leute, die hier vorbeikommen, sind die unterschiedlichsten Charaktere. Es macht Spaß, sie zu beobachten und gegen sie zu kämpfen. Alter, wie groß ist das hier? Oh nein, das ist definitiv nicht mehr dieselbe Siegestraße. So, Siberio. Gegen dich kommt gleich Empoleon in den Kampf. Leider habe ich aber auch mit Empoleon nicht wirklich eine sehr effektive Attacke. Ich bräuchte echt mal irgendeine Stahlattacke. Okay, da kommt ein Durchbruch. So, hau ich jetzt einfach einen Surfer rein. Hauptsache, er stirbt zu 100%. Verbrennung wäre natürlich nice gewesen, aber irgendwie kriege ich halt auch keine Verbrennung mit dem Siedewasser. Ja, machen wir gleich noch einen Surfer. Perfekt. Und noch ein Jutetsu. Gut, da wollen wir natürlich nicht die Kampfattacke riskieren. Da kommt der Überkopfwurf, yay. Und wieder zurück zu Bautzi. Nein, immerhin nicht. Das wäre es jetzt wieder gewesen. Aber Nightwing ist natürlich ein viel besserer Gegner. Dank der Akrobatik. Perfekt. So. Dann baut sie wieder mal heilen. Und mal schauen, was hier drin auf uns wartet. Ein wildes Pokémon, okay. Nagelotz. Okay. Level 50. So. Warte mal eben. Ah, hallo Hugh. Okay, hier bin ich also richtig. Bevor du in der Pokémon-Liga dein Glück versuchst, möchte ich nochmal gegen dich kämpfen. Als Trainer wächst man schließlich an jedem Kampf. Okay. Dann schauen wir mal, was Hugh so kann. Kann ja auch nur interessant werden. Ein Faser-Snob. Das ist okay. Gutes Matchup für mich. Steinhagel. Kehrtwende, okay. Da haut er leider direkt ab. Schickt Soda Cheetah in den Kampf. Gute Wahl, gute Wahl. Oh. Hat aber ordentlich Schaden genommen. Was denn jetzt? So. Der frisst nämlich den Surfer weg. Und macht dann die Rückkehr. Okay, passt. Jetzt wäre natürlich der Gigasauger geil gewesen wieder. Einfach sich wieder ein bisschen AP vollsaugen. Lashoking. Gegen dich gehe ich erstmal mit Bautzi ran.
Weil du dürftest nichts haben, mit dem du Bautzi wirklich gefährlich wirst. Und ich kann versuchen, dich zu verbrennen. Ja. Das wird so die Taktik gerade sein. Komm schon. Gib mir den Burn. Danke. Gut, gut, gut. Da kommt der Spezialverteidigungsdrop. Den will ich natürlich nicht unbedingt haben. Gut, dann kommt Setayer Fisch rein. Erst so ein bisschen Schaden zu fressen. Ja, das passt eigentlich. Hauptsache nicht zu viel. Und noch das Erdbeben. Und das reicht hoffentlich. Das reicht nicht. Okay, ich war aber schneller. Okay, Top-Trank. Zum Glück nur Top-Trank. Keine Top-Genesung. Das bedeutet nämlich, dass immerhin seine Verbrennung da bleibt. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt wieder wechseln. Nein, 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 nicht auf Soar. Ich wechsle erstmal auf Happy. Hol mir den Sandsturm raus. Schau mal, wie viel Schaden das macht. 172. Auf 70 runter. Das heißt, er hat mir 102 Schaden gemacht. Wie schnell bist du? 91. 83. Kann ich nicht zur Sicherheit sagen, dass ich das, dass ich das überstehe. Wie viel Spezialverteidigung hast du? Auch einiges mehr. Gut, dann wechseln wir dich ein. Ich wechsle hier gerade munter hin und her. Wenn das Slasho King so ein bisschen austollen muss. Wenn das so viel Schaden drückt. Aber jetzt sollte es definitiv in Reichweite sein, dass ich es mit der Akrobatik auch weghau. Wunderbar. Doch gar nicht lang gedauert. Wieso Funk? Nightwing, du bleibst mal kurz draußen und überheilst dich. Einfach mal schauen, was das Wieso Funk denn machen möchte. Steinschädel. Okay, das tut weh. Nein, nein. Ach, gut. Ich habe immer Angst, wenn ich das Aussehen drücke, dass ich dann meinen Zug verliere, aber das ist zum Glück nicht der Fall. So. Den Steinschädel dürfte ich ganz gut wegstecken können. Und trotzdem mache ich jetzt erstmal nochmal mein zweites Highlight-Item. Das kann Erdbeben. Das habe ich schon fast befürchtet. So. So, jetzt kommt wieder Nightwing.
Ich habe eigentlich tatsächlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich habe, glaube ich, nur ein Heil-Item. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit 2 oder 3 gespielt habe. Ich glaube aber mit 3. Blöd, wenn man seine eigenen Regeln nicht mehr kennt. Ich glaube, ich habe mit 3 gespielt. So, drittes Heil-Item. Okay, diesmal hat er mir ein bisschen weniger abgezogen. Das heißt, das ist so ein kleiner Roll. Schauen wir mal, hoffen, dass das reicht. Jawohl, perfekt. So, sein letztes Pokémon, das Phasersnob, ist noch da. Okay, wir hauen beide daneben. Aber jetzt trifft mein Steinhagel. Sehr effektiv. Angeberei. Okay. Auf sowas habe ich gar nicht erst Lust. Deswegen Alice. Du schaffst das. Da kommt wieder die Fassade. Macht so gut wie keinen Schaden. Wir machen den Steinhagel. Kehrtwende. Sollte nicht so viel Schaden machen. Und der Steinhagel trifft damit. GG, you. Und zum Glück das geschafft. Eieiei. Du bist echt gut. Masse. Dass ich das Ziel meiner Reise erreicht habe, verdanke ich ganz allein dir. Du hättest das strahlende Gesicht meiner kleinen Schwester sehen sollen. Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Donnerblitz. Ich habe aber, glaube ich, kein Pokémon, was es lernen kann. Ich habe sehr großen Respekt vor dir. Deshalb erwarte ich auch, dass du dir den Titel schnappst und Champ wirst. Du kannst sehr stolz auf dein Team sein. Es liegt es an dir allen zu zeigen, dass dies dein Verdienst ist. Also, man sieht sich. So, ich schaue nochmal kurz. Können wir Donnerblitz lernen? Ich denke halt, wie gesagt, eher nicht. Nope. Dann heilen wir uns einmal, bevor wir das irgendwie vergessen. Und im nächsten Part schauen wir uns dann hier weiter um in der Siegestraße. Anscheinend gibt es ja noch einiges zu erledigen. Auch wenn wir inzwischen scheinbar schon Richtung Ende sind. Anscheinend war doch das hier der richtige Weg im Endeffekt damit. Aber ja, wie gesagt, wir werden uns eh noch ein bisschen umschauen. Wir haben auch noch ein paar Level zu steigen. Denn mit 54 möchte ich nicht in, das Ding reingehen. Zwar auch wahrscheinlich mit 58, 59, aber zumindest mit 57. Also habe ich noch ein bisschen Zeit und kann mich noch ein bisschen umschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Und ihr seht auch schon, wie spät es ist. Ich werde jetzt mich schlafen legen. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.